Herzlich willkommen zu meinem 29. Kurzvideo zu Windows-Grundlagen Grundkompetenzen. Und da möchte ich zeigen, wie man im Windows Explorer die Speicherbelegung von Datenträgern, also wie zum Beispiel USB-Sticks, Festplatten, SSDs und so weiter, anzeigen kann. Ja, ich habe hier den Windows Explorer geöffnet. Du weißt, das geht über steuerungstaste.de und dann wählt man sich hier auf der linken Seite einen der Datenträger aus. Hier zum Beispiel eine Festplatte, die habe ich Data genannt. Hier habe ich eine andere Festplatte und wenn ich hier dann mit der rechten Maustaste drauf drücke, bekomme ich ein Menü angezeigt und wenn ich dann hier auf Eigenschaften gehe, da herunten, bekomme ich schon hier in der Registerkarte allgemein dann den belegten Speicher angezeigt, also so viel ist quasi von meinem Speicher schon verbraucht. Da unten sehe ich, wie viel insgesamt zur Verfügung steht und hier sehe ich, wie viel freier Speicher da ist. Also nicht vergessen, Registerkarte allgemein und da findest du das dann. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.